So, Hallöchen, ich grüße dich, herzlich willkommen. Es tut mir leid, dass in den letzten Folgen, dass ich da zu leise war, dass auch das Spiel zu leise war. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich habe nur vergessen umzustellen, weil ich immer FIFA 18 aufnehme. Und da mache ich immer mein Mikro und den Spielton, da nehme ich immer leiser auf, weil es doch immer sehr laut ist alles. Jetzt solltet ihr mich aber doch wieder klar hören, denke ich mal. Und wir machen die nächste Quest weiter, die da heißt, ich kann es euch noch mal schnell zeigen, Questlog, Wasser oder Scheiße. Durch Stinker weiß ich nun, dass ich einen weiteren Banditen vom Überfalllauf Neuhof offenbar in einer... Ja, das ist das Falsche. Könnten wir aber, glaube ich, trotzdem noch mal nehmen. So, wir gucken hier noch mal geschwind in die Quest rein. Wasser oder Scheiße. Haben wir hier Info? Sprich mit Leuten Scarlets, die nach Arbeit suchen. Haben wir soweit gemacht. Dann optional, wer Arbeit sucht, wird sich pro Tag auf dem Hof. Und sprich mit dem Händler Hagen. Und das werden wir heute als nächstes machen. Wir werden mit dem Händler Hagen sprechen. Und dann gucken wir mal, was er so zu sagen hat. Hey, Hagen. Das Wechselgeld. Danke. Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Grüße dich, mein Freund. Glück und Gesundheit. Dir auch, Pappnasenfreundchen. So, du suchst nach einer Köchin, habe ich gehört. Der Vogt schickt mich. Er sagt, du suchst nach einer Köchin. Richtig, nach einer guten. Aber das habe ich alles schon unserem geschätzten Vogt erzählt. Ich habe dem Vogt meine Hilfe angeboten. Ich kenne die Scarlitzer. Ah, verstehe. Was willst du wissen? Gibt es besondere Ansprüche, die du an die neue Köchin hast? Tja, es wäre von Vorteil, wenn sie weiß, wie man kocht. Ja, aber der Vogt sagte, du hättest auch andere Anforderungen. Nun, ich will eine Frau, die auch im Haus nach dem Rechten sieht, wenn ich auf Reisen bin. Jung, liebreizend. Wozu? Ihre Kochkunst soll die Leute beeindrucken, nicht ihr Äußeres. Ich verstehe. Verzeih. Okay, also der braucht nur eine für die Küche, nicht fürs Bett. So, Aufgabe abgeschlossen. Ja, haben wir schon gemacht. Wie schaut's mit Wasserträger aus? Was hast du denn da für Anforderungen? Ich hörte auch, es gäbe offene Trägerstellen. Ja, man hätte wirklich früher darauf kommen können. Es ist besser für die Stadt, wenn die Bürgerschaft nicht ihre eigenen Bediensteten schicken muss. Und es ist auch besser für meine Leute. Natürlich, natürlich. Das versteht sich von selbst. Der ist doch mal ein bisschen komisch, ne? So, fürs Scheißhaus brauchst du auch noch einen, der es putzt. Ich hörte, du brauchst auch jemanden, der, die Latrinen leert. Es ziemt sich nicht, über derlei Dinge zu sprechen. Zumindest nicht für anständige Leute. Aber ich muss wissen... Genug. Kein Wort mehr darüber in meinem Haus. Dann gehen wir vor die Tür, du Depp. So, okay. Lebe wohl. Ja, du mich auch. So, jetzt braucht man einen, der das Scheißhaus putzt. Was hast du im Auge? Warte mal, wir könnten doch, ich schau mal, ob wir ihm was verkaufen können. Einfach, weil wir es können. Ah, ich wollte noch mal wegen der Köchin fragen, wir verkaufen jetzt erstmal. Du mich auch. So, Brennnessel zum Bleistift. 180. Haben wir aber nicht viel, ne? Was wir ihm noch verkaufen könnten. Ja, komm, Warenkorb. Handel abschließen, da machen wir jetzt auch nicht ewig lang rum. Da machen wir das rucki-zucki und ganz. So, irgendwas wollte ich jetzt hier doch noch weghauen. Hier, das da wollte ich rüberhauen, die Satteltasche, sehr schön. So, dann vielen Dank, mein Freund. So, hat sich aber da jetzt was bei der Quest geändert? Frag ich mich.
Irgendwie ist doch hier, läuft doch hier gerade auch was falsch, oder? So, jetzt schaue ich doch noch mal geschwind in die Quest rein. So, wer Arbeit sucht, finde Pater Francisco und frage ihn nach seiner Rückkehr. So, dann machen wir erst einmal C. Und da müssen wir wieder ins schöne Sasa, okay. Ja, dann gehen wir doch mal wirklich zu C. Erst glauben wir aber hier noch was zusammen da. Ich hätte gerne mal wieder andere Blumen auch, ne? Nicht nur mehr die Brennnessel hier. Den ganzen Tag nur Brennnessel pflücken. Den ganzen Tag nur Brennnessel pflücken da. So, Kamille ist nicht verkehrt. Mal zur Abwechslung so, dann gehen wir mal weiter hier. Hab Mitleid mit deinem armen Tropfen. Sigismund und seine Brut haben mir alles genommen. Na ja, kommt schon mal vor, ne? So, Kräuterkunde ist noch aufgestiegen, das ist sehr schön. Immer fleißig hier die eine oder andere Kamille pflücken. So, dann gehen wir jetzt mal zu C und fragen mal die Jungs hier. Cornelius, grüße dich, mein Freund. Guten Tag. Servus, ich kenne mich ja schon vom gestrigen Mal. Ich möchte dich etwas fragen. Ich möchte dich etwas fragen. Der Vogt beschwerte sich, dass er dir kein Wort entlocken konnte. Hab mich geweigert, mit ihm zu sprechen. Letztes Mal hat er mich angebrüllt und damit gedroht, mich auszupeitschen. Und dann verhört er mich. Na, verständlich, dass du ihm die kalte Schulter zeigst. Nur, dass wir da keine Quest haben, ne? Dass wir den dann noch überreden können, oder was? Möge Gott über dich wachen. So, Tonda, grüß dich. Beste Grüße. Du mich auch. Du bist hier, um Wasser zu tragen? Ja, wo krieg ich Eimer her? Warte, noch ist nicht entschieden, wer die Arbeit bekommt. Erst brauche ich ein paar Antworten von dir. Wozu? Ich pack das schon. Aber frag nur. Was hast du vorher gemacht? In den Minen gearbeitet, an der Winde. Du hast bestimmt von Tonda die Winde gehört. Stark wie ein Ochse. Ah, der Name kommt mir bekannt vor. Du warst einer der neuen Bergarbeiter, oder? War ich. Bin letzten Herbst dazugekommen. Der Winter war milde genug für die Bergarbeit, also konnte ich allen zeigen, dass ich zupacken kann. Kriege ich die Stelle? Wir sind noch nicht fertig. Na, du bist auf jeden Fall in der engeren Auswahl. Bist du hier, weil du Wasser tragen willst? Naja, lieber würde ich wieder an der Winde stehen und sie drehen, bis allen der Kopf schwirrt. Aber Wasser kann ich auch tragen. Wenigstens gibt's dafür Geld. Das ist schön. Du könntest auch etwas anderes tragen, Scheiße. Nie im Leben. Ich trage niemandes Scheiße. Und wer mich zwingt, dem breche ich die Beine. Was, wenn ich sage, dass du das Doppelte bekommen würdest? Das mit den gebrochenen Beinen hast du verstanden? Habe ich. Aber das Doppelte. Ich wäre nicht mehr Tonda die Winde, sondern Tonda der Kackeschlepper. Ach Gott, wie geht's dir sonst so? Wie läuft es so bei dir? Nicht gut. Ich helfe hier und da aus und krieg etwas Geld dafür, aber reichen tut's nicht. Besonders dann nicht, wenn sich auch noch die Würfel gegen mich verschworen haben. Verstehe. Hast du nach anderer Arbeit gesucht? Wozu? Sie nehmen die Minen wieder in Betrieb, dann acker ich wieder wie ein Mann. Du könntest als Wache anfangen. Das tun echte Männer, oder?
Stimmt, das könnte ich bestimmt gut. Wenn ich zu lange, glaubst du, ein Gaul hätte ich getreten. Das habe ich mal einem beim Würfeln bewiesen. Aber ich bin zu klug für den Wachdienst. Zweifellos. So, wie geht's dir sonst so? Wie läuft es so bei dir? Nicht gut. Ich helfe hier und da aus und krieg etwas Geld. Okay, das hatten wir gerade schon. Hast du nach anderer Arbeit gesucht? Wozu? Sie nehmen die... Zu schade, dass es keine Arbeit für starke Männer gibt. Wie gesagt, die Minen werden bestimmt wieder in Betrieb genommen. Dann kann ich wieder ackern. Und wenn nicht... Ich hörte, ihr wollt nicht mit dem Vogt sprechen. Weiß nicht. Die anderen haben nicht mit ihm geredet, also habe ich auch die Klappe gehalten. So läuft's eben in den Minen. Er hat mich sowieso nichts Gescheites gefragt, hat nur irgendwas vor sich hingemurmelt. Was gibst du mir, wenn ich dich empfehle? Was soll ich dir schon geben? Ich hab nicht mal einen Pisspot. Nur starke Arme. Wenn ich einen damit schlage, bleibt er liegen. Angenommen, du bekämst die Stelle. Zeigst du mir dann, wie man ordentlich zuschlägt? Aber ja. Abgemacht? Abgemacht. Abgemacht. So. Ich weiß jetzt alles. Kann ich jetzt Wasser tragen gehen? Erst muss ich den Vogt sprechen. Er entscheidet. Ich hoffe, er nimmt mich. Sonst werde ich womöglich zornig. Vor dir habe ich keine Angst, du Hund. Wenn du glaubst, ich habe Angst, irrst du dich. Wir werden sehen. Ohoho. Der gefällt mir schon auf jeden Fall, der Tunder. Der ist schon nicht verkehrt. So, Felsen, alter Brocken. Hey, ist tapfere Schneidelein. So, Felsen, mit dir wollte ich reden. Grüße dich. Gelobt sei Jesus Christus. Gelobt sei Jesus Christus, mein Freund. So, Bock auf Wasser schleppen? Du bist also an der Stelle interessiert? Naja, Alex hat gesagt, ich soll hier wegen der Stelle als Wasserträger fragen. Gut, aber zuerst habe ich ein paar Fragen. Wie heißt du? Peter, aber alle nennen mich den Felsen. In den Minen gab's Peter zum Säuefüttern und nicht nur dort. Deswegen... Minen? Du bist also Werkarbeiter? Ja, ich war in den Stollen im Osten beschäftigt. Hoffentlich kann ich bald zurück. Weil's mir gerade einfällt, hast du was von den Oberen gehört? Werden sie die Minen wieder aufmachen? Das doch ich nicht. Na, ich weiß auch nicht, was die Herrschaften mit ihnen vorhaben. Na gut, hab bloß gedacht, dass dir vielleicht was zu Ohren kam. Nee, wäre aber cool gewesen, ne? So. Minen? Du bist also Bergarbeiter? Ja, so, ich wir klicken das nochmal alles durch. Wie sehr willst du die Stelle als Wasserträger? Naja, im Moment gibt's für Bergarbeiter nicht viel zu tun. Zumindest würde ich damit ein paar Groschen verdienen. Die Arbeit ist allerdings hart. Der Weg zum Fluss ist weit. Glaubst du etwa, in einer Mine ist es leichter, wo du monatelang den ganzen Tag auf den Knien verbringst? Na, das nicht. Es gäbe da auch etwas anderes zu tragen. Scheiße. In der Gülle schwimmen? Arbeit halt. Aber was würden die Leute sagen? Ich brauche Geld, klar, aber danach könnte ich in keine Mine zurück. Frei, das geht schon. Aber du wirst doppelt entlohnt. Das Geld wäre nicht schlecht, wohl wahr. Aber was dann? Will ich mein ganzes Leben lang Scheiße tragen? Was machen wir denn? Na, aber es ist viel Geld, ne? Wir probieren es einfach. Sieh es doch so. Du bekommst das Doppelte in derselben Zeit oder gleich viel Silber in der Hälfte der Zeit. Nicht übel, oder? Da ist was dran. Naja, ich könnte es schnell hinter mich bringen und... Na gut, ich mach's. Wird mich schon nicht umbringen. Wunderbar. Du wirst es nicht bereuen. Sehr schön. Dann haben wir das doch. Wie geht's dir sonst so? Wie kommst du zurecht? Du meinst das? Naja, ich hab wieder ein Gefühl im Arm. Was ist eigentlich passiert? Ich bin in Scarlets von einem Pferd umgerannt worden. Aber es geht schon besser. Das freut mich. Ach, stimmt, der hat noch mal. Das ist schwierig, ne? Der kann ja nicht schleppen, dann, wenn er irgendwas im Arm noch hat. Pass auf, ich sehe doch, dass dein Arm noch nicht verheilt ist. So kannst du kein Wasser tragen. Komm schon, ich schulde dem Knochensäger Geld und brauche Arbeit, damit ich es zurückzahlen kann. Ich tue alles dafür.
Ich kann dir aber helfen. Ich könnte dir etwas für deinen Arm besorgen. Bitte. Gut, aber du musst etwas Geduld haben. Ich habe momentan nichts dabei. Ich kann und werde warten. So ein Heilmittel. Der Vogt meinte, du hättest kein Wort gesagt. Tja, er ist nicht gerade der Beliebteste nach allem, was passiert ist. Mach mir und den anderen keinen Vorwurf. Mag sein, aber hättet ihr den Mund aufgemacht, müsste ich mich jetzt nicht damit herumschlagen und ihr hättet längst ein paar Groschen. Das kann gut sein, aber jetzt ist es halt nun mal so. Ja, ist halt nun mal so, ne? Das ist okay. Was bekomme ich, wenn ich ein gutes Wort für dich einlege? Ein gutes Wort? Ja, wenn ich dem Vogt jemanden empfehle, dann hat derjenige sicher bessere Chancen auf die Stelle. Aber ich hab nicht mal einen Pisspot, hab alles verloren und obendrein Schulden. Aber vielleicht hab ich doch was. Sieh an, von was sprichst du? Hab in der Mine ein Gerücht gehört, bevor das mit Scarlett war. Was kam dir zu Ohren? Die haben was gefunden und wollten's geheim halten. Gab zwar kein Gemunkel über eine Silberader, aber was soll's sonst gewesen sein? Wenn man des Königs Silber stiehlt, wird man gehängt oder auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Aber du kannst nicht fürs Stehlen von Silber gerichtet werden, von dem keiner weiß. Scarlett's Minen, das ist interessant. Geil, okay. So, was haben wir noch? In der Gülle schwimmen? Arbeit halt. Aber was würden die Leute... Okay, ich verstehe. Sicher, ich verstehe. So, das war erstmal alles. Das ist erst einmal alles. Alles Gute. So, ich gucke jetzt nochmal hier. Die Pickelhaube haben wir hier noch. So. Möchte ich aber doch nochmal. Entschuldigung, ich muss hier nochmal in die Questlog reingehen. Wasser. So, Questlog. Ein Heilmittel. Sasauer Schmieden guten Preis. So, okay, das ist mit eingekreist mit B. Gut, dann gehen wir mal zu Pickel. Gelobt sei Jesus Christus. Ich grüße dich, mein Freund. So, Bock auf Wasser schleppen? Du bist hier, um Wasser zu tragen? Ja, kann den ganzen Tag Wasser schleppen. Also, willst du die Stelle? Motiviert. Es gibt nämlich genug andere, die sich darum reißen. Und wie ich sie will. Was muss ich machen? Sag mir, was hast du vorher gemacht? Erst war ich Schürfer, dann Hofknecht, dann Bediensteter. Dann bin ich aus Scarlett geflohen und hier gelandet. Ein Mädchen für alles, wie es scheint. War dir etwa keine Stelle gut genug? Doch, gemocht habe ich sie alle. Aber ständig haben sie mich was anderes tun lassen. Pickel, sagten sie, lass das und mach dies. Pickel? Das ist dein Name? Eigentlich heiße ich Vasil, aber man nennt mich Pickel. Du hast gar keine Pickel. Nein, Pickel, wie Picke. Hab eine Spitzhacke geschwungen. Du möchtest also Wasser tragen? Das will ich, seit ich heute Morgen aufgestanden bin. Und vor heute Morgen hattest du andere Arbeit, oder wie? Nein, nein, war bloß ein Scherz. Den mag ich. Du könntest aber natürlich auch... Latrinen leeren. Was? Scheiße tragen? Voll. Das wäre mal was Neues. Obwohl... ich damit nicht hausieren gehen wird. Aber wäre nicht abgeneigt und schon. Kommst du hier zurecht? Was soll ich sagen? Gab schon bessere Tage. Was war da mit dem Vogt? Er konnte niemandem ein Wort entlocken.
Der Pfau, der dauernd rumstolziert und jeden in seiner Nähe niederbrüllt, hat gesagt, er hätte keine Zeit, so einem Hornochsen wie mir zuzuhören. Also war ich still. Ich könnte ein gutes Wort für dich einlegen, aber eine Hand wäscht die andere. Das habe ich jetzt nicht wirklich verstanden. Das ist ein Sprichwort, du Tölpel. Ich tue etwas für dich und im Gegenzug tust du etwas für mich. Aha, verstehe. Tja, wie es der Zufall so will, habe ich da was. Einen Schatz jenseits jeder Vorstellungskraft. Ein Schatz, sagst du? Jetzt bin ich aber ganz Ohr. Ich sehe, bist du ein kluger Bursche. Einer, der ein bisschen was über die Welt weiß. Ich habe ein... Warte. Oh. Ein Stück vom Schwert der Königin von Saba. Nie von ihr gehört. Wer ist sie? Sie war eine große Königin vergangener Tage. Hat Salomon ein Schwert gegeben, das magische Kräfte hat. Magische Kräfte, was? Man sollte nicht alles glauben, was man hört. Nein, es ist wahr. So steht es in der Bibel. Und wenn man das Schwert erstmal zusammenfügt, ist man unbesiegbar. Es schneidet durch Knochen, Stahl und sogar Stein. Verstehe. Aber du hast nur ein Stück des Schwertes. Was nützt dir das? Der Kerl, dem ich es abgekauft habe, hat nicht das ganze Schwert gehabt, sondern bloß Bruchstücke verkauft. Die haben heilende Kräfte und geben dir... Du weißt schon... Manneskraft. Was sagst du? Abgemacht? Entschuldigung. Das war jetzt sehr schön. Hand auf. Ich besorge dir die Stelle und du gibst mir dafür dein Stück vom Schwert der Königin von Saba. Einverstanden. Den mag ich. So, Belohnung vom Fasel, den Pickel. Ich schaue noch einmal geschwind, ob das eingezeichnet ist. Es tut mir leid. So, Pickel nehmen wir auf jeden Fall. Es sei denn, wir können es noch so irgendwie looten. Halt, ich wollte noch mal... Nee, wir machen jetzt erstmal das zu Ende hier. So, einen haben wir noch. Den guten alten Bartek. Grüße dich. Guten Tag. So, legen wir mal los. Bist du wegen der Stelle des Wasserträgers hier? Ja, mein Name ist Bartek. Schön, dich kennenzulernen. Ich stelle dir kurz ein paar Fragen. Ja? Gut. Nur zu. Entschuldigung. So, geh zum Fuchs zurück. Teile, was du gemacht hast. Ja, das ist alles sehr schön. Sprich mit den Leuten aus Galz, die nach Arbeit suchen. Okay, das haben wir dann auch gemacht. Ich schaue nur, ob noch was anderes aufploppt. Nein. Was hast du vorher gemacht? Für meinen Vati gearbeitet. Als was? Und wer ist dein Vater? Er heißt Hies Moimir. Wir hatten bei Skalitz einen Hof. Wirklich? Seine Helfer gingen oft in die Schenke, aber dich habe ich nie gesehen. Ich gehe nicht in Wirtshäuser. Boah. Du bist hier, um Wasser zu tragen, richtig? Ja, ich will Wasser tragen. Mehr hast du nicht dazu zu sagen? Aber darum geht's doch, oder? Wie kommst du zurecht? Tja, bin am Leben. Aber Vati fehlt mir. Und der Hof auch. Mutti sagt, es bringt nichts, sich zu grämen. Das Leben muss weitergehen. Glanzmuttersöhchen, ne? Was war da mit dem Vogt? Er konnte niemandem ein Wort entlocken. Hab einfach nicht mit ihm reden wollen. Was gibst du mir, wenn ich dir zu dieser Stelle verhelfe? Hab nichts herzugeben. Na komm schon. Beweise mir, wie sehr du die Stelle willst. Mutti hat gesagt, dass ich helfen soll. Wenn du meine Hilfe nicht willst, bitte sehr. Ja, das ist ein bisschen so introvertiert, ne? Das wäre vorerst alles. Mach's gut. Der ist ein bisschen introvertiert, hätte ich gemeint.
So, weißt du was? Wir gehen jetzt mal zu B, suchen mal ein Heilmittel. Suchen uns ein Heilmittelchen, hat er gemeint. Bei B. Wir müssen zu B, wer ist B? Das ist der Felsen. Okay, dann haben wir jetzt doch einen kleinen Fehler gemacht. Wisst ihr was? Jetzt gehen wir nochmal geschwind hier runter. Dann gehen wir mal in den Alchemietrank. Ins Alchemiehäusle. Dann schauen wir mal, ob wir da vielleicht was finden. Um ihn zu heilen, ganz einfach. Sollten wir eigentlich aber doch was finden. So. Ups, dann gehen wir mal geschwind hier rein. So, wir beginnen zwar nicht mit der Alchemie, aber wir lesen das Buch. So. So. So, Kampf, okay. Ah, man sieht jetzt hier nicht so gut. Gegenmittel, halt dich von Vergiftungen, okay. Schützentrank können wir auch vergessen. Trank des Baden. So. So, Zornestrunk ist natürlich Verdauungstrank. Okay, Retterschnaps auch nicht. So, Ringelblumenaufguss, okay. Das können wir uns mal merken. Toten aus den Gräbern. Okay, Lachs, Lazarus-Elixier. Hilft sogar bei Knochenbrüchen. Okay, Lazarus-Elixier. So, Salbe. Trank des Nachtfalken, kann man auch vergessen. Puppenmacher. Schnittwunden. Gift, können wir glaube ich auch ausschließen. Wasser, Toilette. Schlaftrunk. Wenig erschöpft sein, okay. Flugsalbe können wir auch vergessen, okay. Dann. Nee, verlassen wir erst einmal hier die Bude. Werden wir mal gucken, ob wir überhaupt das Getränk haben. Gift und Retterschnaps haben wir. Nee, dann gehen wir mal zu unserem Gaul rüber. Der müsste es auf jeden Fall haben. So, Zornestrunk? Nee, war es nicht, ne? Lazarus war es, ne? Genau, wir nehmen einmal das Lazarus und Ringelblume einmal, ne? Leichte Wunden. Ich glaube, da ist das Lazarus Elixier jetzt doch das Vernünftigere. So, wir machen jetzt mal die Quest bei ihm. Und dann hoffen wir, dass wir es natürlich hier mit Erfolg haben. Da bin ich gespannt. Sollte aber funktionieren. Hilft ja bei Knochenbrüchen. Müsste ich auch saufen, ne? Mit meinem gebrochenen Haxen. Wäre dann vielleicht auch nicht das Verkehrteste. So. In der Kneipenschlägerei. So, wo ist denn der gute Mann? Ich glaube, da vorne bettelt er.
Hey Felsen, gute Neuigkeiten. Beste Grüße. Beste Grüße zurück. So. Wegen deines Arms. Gott segne dich. Mahlzeit. Hier, damit sollte der Arm besser verheilen. Vielen Dank. Wie viel schulde ich dir? So. Weißt was? Gar nichts. Wir Skalitzer müssen zusammenhalten. Danke. Vielen, vielen Dank. Wenn's der Vetter wärst, hätte ich dich über den Tisch gezogen. So. Vielen Dank. Das ist erst einmal alles. Lebe wohl. Sehr schön, dann haben wir das doch einmal geschafft. So, liebe Freundin. Du arme Seele. Ja, arme Sau hier. Dann gehen wir jetzt nochmal zurück nach Hause. Beziehungsweise nicht nach Hause, aber wir gehen nochmal zum Hauptmarkt, in Anführungsstrichen. Wohl, wie viel Uhr haben wir denn? Ja, wir haben noch Mittag. Da geht noch was. Da müssen wir uns noch nicht schlafen legen. Deswegen könnten eigentlich mal wieder so eine Nachtfolge machen, ne? Also, wo wir wieder eine ganze Nacht rumrennen. Könnten wir eigentlich mal wieder machen. So, dann gehen wir jetzt hier noch auf den Marktplatz. Und dann können wir ja, glaube ich, auch noch, so viel ich weiß, können wir ein bisschen was machen. So. Und dann gucken wir mal hier rein. Gehen jetzt aber doch nochmal geschwind auf die Questlog zurück. So. So, Pickel nehmen wir auf jeden Fall. Sasauer Schmied. Einen guten Preis, ja, brauche ich nicht. Ich glaube, ich weiß schon, wie ich mich da hier entschieden habe. Deswegen nochmal geschwind rüber zum Spieler. Denn Vitalität sind wir aufgestiegen. Was haben wir hier? Du kannst deinen leeren Magen selbst mit verdorbenen vergiftetem Essen füllen, ohne Schaden zu nehmen. Allerdings spürst du auch keinerlei positive Auswirkungen. Gilt nicht für Alkohol. Sobald deine Gesundheit auf ein Minimum abfällt, wirst du zum Berserker und deine Ausdauer regeneriert sich viermal schneller. Blutrausch. Nachdem du den ersten Gegner geschlagen hast, sind deine Angriffe für eine Weile wirkungsvoller und deine Ausdauer regeneriert sich schneller. Mit letzter Kraft überlebst einen sonst tödlichen Treffer und obendrein regeneriert sich deine Gesundheit um 20 Minuten. Kann nur einmal pro Kampf aktiviert werden. Oh, Gesundheit wird... Ah, das ist nicht verkehrt. Wir nehmen aber doch mal... Nee, was haben wir? Blutrausch, ne? Blutrausch klingt, glaube ich, nicht so verkehrt. Haben wir somit hier genommen. Na, sehr schön. Es wird doch langsam, Freunde. Es wird doch langsam. Ich freue mich sehr. So, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Ach nein, zu der einen Tussi müssen wir noch, ne? Beziehungsweise nach Sasa müssen wir ja auch noch einmal. Da könnte man eigentlich eine Schnellreise hinmachen, ne? Dann machen wir das, glaube ich, auch nochmal zuerst, bevor wir dann zu ihm hingehen. Machen wir dann da morgen eine kleine Schnellreise und sehen uns dann wieder in aller Frische bei Kingdom Come Deliverance. In diesem Sinne, macht's gut. Servus. Euer Franconia.